Die Herren haben das nicht eingesehen und meinten irgendwie hier so. Yeah. Fashion. Yeah. Sehr gut. Come on, let me slap my ass. Come on, let me slap your ass. Mhm. Eine gemeinsame Yoga-Stunde. Alles klar? Können wir gehen, machen. Okay, dann geben wir es zurück. Lassen Sie uns los. Wir sind alle da? Ja. Alle. Positiv. Alle. Auch Achim. Achim ist auch da, er ist. Okay. Bisschen Angst. Alles gut, das ist ein Rennstrecke eigentlich, aber wir nehmen die jetzt einfach mal als Flugbahn, ne? Okay. Einfach Bismillah sagen, dann ist alles gut. Für Energie. Ladies und Gentlemen, einmal bitte anschneiden, der Flug beginnt in Kürze. Kannst du das Geräusch gleich auf meinen Sieger nochmal machen, bitte? Hello, ladies and gentlemen, welcome to Aerodel Airlines. The first flight to Aerodel Airport in 24th, Puerto Rico. Salam alaikum, Ashkenazi Aerodelis, Turkish Airlines. Bine ar care mea de amana cu domnul Ablare, să secte de toți pațenit. Ținem gărde mai țin, ar care cele țin amana cu domnul Ablare, să secte de toți pațenit. Tamam, ok. So, dann fliegen wir erstmal los. Ja? Festhalten, kein Sinn, dass wir schaffen das nicht über den Berg. Wie? Oh, wie krass die Insel schon, wie weit die jetzt schon da zu sehen ist. Früher ist die immer gespawnt, so 10 Meter, bevor man da gelandet ist. Alles gut soweit, Männer? Was ist denn mit Achim? Achim ist noch. Ich bin am Essen. Was bist du denn am Essen? Ich hab mir ein Sandwich genommen. Du hast dir ein Sandwich genommen? Ja. Hast du auch gerade trinken auf dem Tisch? Ja. Guck mal! Ja. Ey, das ist auch auf mich geschüttet! Das ist hier nicht dieser Zero-G-Flugzeug, bitte nicht! Dieser Zero-G-Flugzeug, der ist ja nicht Jungs, habt ihr nicht getankt? Wie? Oh nein! Ladies and Gentlemen, leider haben wir kleine technische Schwierigkeiten. Wir sollten in Kürze landen. Bitte bewahren Sie Ihre Ruhe Jungs, und keine Panik. Jungs, was machen Sie? Oh nein! Oh nein. Doch, bewahren Sie nicht die Ruhe, rasten Sie aus! Habt ihr nicht getankt? Oh nein! Habt ihr falsche Mähe? Wir schweben gerade, wir haben nicht gedacht, da ist keine Kerosin mehr drin, was soll das? Achim, spring raus! Warum soll er springen? Der ist doch am Essen, lass den doch zu Ende essen in den Armen. Hauptsache, wir sterben, er soll zu Ende essen. Jungs, wie sollen wir jetzt landen, sag mal? Wir müssen Ballast ablassen. So, habt ihr denn in Physik immer aufgepasst, liebe Kinder? Nee. Denn das, was jetzt kommt, das sind G-Kräfte! Aufpassen, festhalten, oh Freunde! Jawohl! Habt ihr gemerkt? Das ist G-Kräfte. Ihr müsst euch vorstellen, 2G ist das zweifache eures Körpersgewicht. Also bei Achim 400 Kilo. So. So, dann gucken wir jetzt nicht, ne? Festhalten, wir landen jetzt. Oh mein Gott. Tamam, Ladies and Gentlemen, ich hab meinen Kopf gefunden. Jetzt bin ich hier gerade im Zug in der Deutschen Bahn. Jede 20 Minuten kommt eine Haltestelle. Ist doch okay, also nehmen wir Rest auf. Festhalten. Yeah! Was eine kleine Landung! Alle klatschen! Wir sind angekommen! Sehr schön. Das war super. 1R, 10 von 10 Landung. Oh, du machst mein Halbe Hähnchen noch in seinem Mund. Oh, ja. Wie machen wir das jetzt? Haben wir ein Auto? Ja, die ja, kommt. Alles klar. Ja. Warum ist das? So, dann steck mal ein. Steck mal ein, ja, Selami. Sollen wir direkt auf einen Berg gehen oder was? Ja, wir gehen auf einen Berg. Okay. Flo, danke dir auch. Bringen wir Adi morgen schön bei den Kinderbecken. Ja, wir machen das morgen im Kinderbecken. Hier, das ist die Stelle. Guckt euch das an. Seht ihr das? Sieht schön aus, das Grün. Das ist feinstes. Ist das Ganja? Ganja! Ist das Ganja? Wow! Oh mein Gott! Wow! Ganja? Ist das CBD? Das ist Ganja! Ganja, ich muss auf Zeit. Ich kenne nur von Zimbabwe. Diese Insel ist das Paradies. Oh. Ein bisschen zu viel. Ja, komm, du wirst schon vom Ganja. Rauchen, vom Riechen wirst du schon heiß. Steh mal auf, komm. Bist du da? Ja. Weißt du, wo ich todesheil war? Wie todesheil? Aber nicht während der Arbeit, oder? Nein, nicht während der Arbeit, davor. Davor? Der wie? Wie viele Stunden davor? Ja, vor dem Security-Arbeit, als ich komme. Also bei der Security war er noch hellwach.
sozusagen. Ja, immer. Da war der Effekt weg. Mach die Lichter aus, wenn ihr frei so geht. Das ist ein krasser Ausblick. Oh. Wow, schön, oder? Sieht toll aus, oder? Seid ehrlich. Sehr schön aus. Diese Natur gibt nichts Schöneres als eine Natur voller Grün. Grüne, kennt ihr das? Ich meine nicht die Grüne zu rauchen, ich meine die normale Grüne. Wo ist denn der Herr, der meditieren wollte? Willst du dich vor uns legen? Vor uns legen? Ach so, ja. Ach so, ja. Sagst du auch immer irgendwas oder ist das nur die Ruhe? Klar sag ich etwas. Alles ich klar. Kann beides. Sie müssen ruhig sein. Alles klar. Erden Sie sich mit dem Boden. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und halten. Atmen Sie aus. Lassen Sie alle Ihre Gedanken frei. Verbinden Sie Ihre Seele. Setz dich doch hin! Ja, mach ich. Ganz ruhig. Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Das Einzige, was bleibt, ach, ist du fette Sau, mach mal mit. Wo brauchst du? Brauch mal deine Spannungszigarette. Tamam, Entschuldigung. Das ist mein Joke. Tut mir leid. Ich bedanke mich vielmals. Wie ist Ihr Name? Mutombo. Mutombo. Vielen Dank, dass Sie sind hier hingekommen und haben die Insel von negativen Sachen befreit. Von negativen Vibes. Kein vielen Problem. Vielen Dank. Möchten Sie einen Zug? Die schlechten Vibes sind somit jetzt weg. Ob Sie einen Zug möchten? Vom Ganja. Ist das Ganja? Krieg ich auch. Wow. Willst du auch was? Ja. Ist denn es? Nein. Hast du gerade gefragt, ob du willst vor deinem Onkel Ganja rauchen in den Grass? Hä, du kannst? Geh raus, geh nach hinten los, eine Runde laufen um die Grass. Okay. Geh ran, Lala! Kann ich auch was? So weit kommst du ja noch wohl. Ist gut, gute. Zimbabwe. Vielen Dank, dass Sie sind hier hingekommen. Ja, wir sind jetzt, die Insel ist jetzt wieder auf Null. Wir sind befreit. Keine schlechten Dämonen mehr. Kann ich aufhören? Keine Probleme. Du bist 20 Minuten gegangen, du Fettsack. Willst du mich verarschen? Geh mal schneller. Okay. Ich kann nicht mehr. 20 Sekunden ist er gerannt. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich für den Aufenthalt. Wenn Sie nochmal zurück möchten, können Sie gerne mit den Männern zurück in die Stadt fahren. Ich werde heute hier nächtigen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen noch einen spirituellen Raum zeigen. Dort können Sie natürlich auch schlafen, Herr Mutamba. Gerne. Alles klar. Gehen wir jetzt los. Ja. Carlo, alles gut? Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Du bist aber müde bestimmt, ne, von dem Tag heute. Ein bisschen. Warum? Du wirst doch bestimmt schlafen gehen, oder? Du bist doch bestimmt müde und kaputt. Erzähl doch erstmal, was los ist. Ich brauche eine Turmwache, dich und Ali. Ich will, dass sie hinter mir auf den Turm hochgeht und die ganze Nacht Wache hält. Die ganze Nacht? Ganze Nacht? Ganze Nacht. Ich will, dass sie wach bleibt. Ich habe da hinten ein Fernglas. Wenn ich guck einmal aus meinem Schlafzimmer mit meinem Fernglas und ihr seid, liegt auf Boden, ihr seid ein Schlafen oder nur am Knien, dann komm ich rüber, ich schieße mit einer Airsoft in eure Augen rein. Habt ihr verstanden? Okay. Die ganze Nacht? Steh auf, Ali! Guten Tag. Bis morgen. Ich will euch da oben sehen. Bis dann. Ich hab, muss ja auch gucken, ne? Dass dann hier alles sicher ist, ne? Klar, das ist aber schön. Sehr, sehr schön und sehr spirituell. Ja, Carlo, ja, alles gut, alles gut. Das ist Carlo, meine kleine Hausmieze. Ja. Und ich zeige Ihnen jetzt, wo sie schlafen wird, ja? Wie kann ich dir, was ist mit dir, wo ist Achim? Im anderen Auto, der ist ja, bestimmt schlafen. Wenn du willst, kannst du den Jungs gerne Gesellschaft leisten, da oben auf dem Turm, dort oben. Ich glaube, die machen das schon. Du kannst mal gerne vorbeigucken, ja? Okay. Sie wollen also hier schlafen, hundertprozentig, ja? Ja, komm ich morgen wieder weg? Ja klar. Sie kommt morgen wieder weg. Ja, wenn Sie hier schlafen. Gut, dann können Sie hier schlafen. Ich möchte, dass Sie diesen Raum mit Respekt behandeln, alles klar? Ich behandle immer alles, Brien,
Gut. Das ist der spirituelle Raum, von dem ich geredet habe. Wenn Sie wollen, können Sie hier die Kerzen anzünden. Und ich denke, eine wie Sie schläft eh nicht auf einem Bett. Wir haben dort in dem Schränkchen ein Laken. Das können Sie sich auf den Boden legen und dann auf den Boden schlafen. Ja? Perfekt. Vielen, vielen Dankeschön. Dank, Herr Mutter. Haben Sie einen schönen Abend. Ja? Schlafen Sie gut. Danke auch schon. Kylo, komm mit. Kylo, komm hier. Hallo? Ja? Wie kann ich helfen? Wie kann ich überlege mir gerade, wie ich hier wieder wegkomme. Wie du überlegst, wie du gerade hier wieder wegkommst? Naja, ich leg mich jetzt hier irgendwo schlafen, aber... Ja, also nicht hier, ne? Da musst du schon dir irgendwo einen Schlafplatz suchen. Bei mir ist leider kein Platz mehr. Ach, okay. Schönen Abend noch, ja? Da ist die Tür, da geht's raus. Hier den Weg entlang. Schlaf gut! Okay. Bin ich Hotel geworden oder was? Was soll das? Ich kontrolliere jetzt, ob die da auch drauf sind. Wir gucken uns das noch an. Ne, ich rufe den nicht an. Wenn wir den anrufen, dann geht der bestimmt dahin erst. Gott weiß. Oh, Carlo. Guten Abend. Was? Alles gut? Ja. Schaust du die runter, ob da was ist? Ja. Da ist aber nichts. Schwenkt das Ding mal ein bisschen nach links. Also wie gesagt, ihr könnt gerne um 7 Uhr dann eine kleine Pause einlegen für eine halbe Stunde. Um wie viel? 7 Uhr? Aber okay. Tut mir leid. 6 Uhr, ihr könnt eine halbe Stunde Pause machen. Danach, ich will euch bis 12 Uhr da sehen. Alles klar? Okay. Ich will nicht spüren. Keine Nacht. Ich will meine Nachtruhe nicht stören. Alles klar? Okay. Wenn was ist, ruf mich nicht an. Mein Handy ist auf lautlos, wenn ich am Schlafen bin. Kümmert euch drum. Ja, Waffen habt ihr. Ist gut. Gute Nacht. Und du bist mit hochgegangen, also bleibst du auch hier. Was? Du bleibst hier. Gute Nacht. Zu dritt ist man ja bekanntlich stärker als zu zweit, ne? Gute Nacht, Jungs. Ich hab Angst. Also für mich eine gute Nacht, ne? Für euch nicht. Gute Nacht. Ich hab Angst. Du hast Angst? Dann scheiß dir doch nicht ein. So. So. Carlo, wir gehen schlafen. Digga, ganze Bude ist am Beben, Alter, wie er schnarcht. Guck mal. Was ist das? Tamam. Guck mal, man denkt, da ist ein Dings MG wird da drin gezündet. Hör mal. Man denkt Minigun. Guck mal. Ja, wo soll ich denn sonst schlafen, Alter? Ich muss doch hier irgendwo schlafen. Das kann doch nicht wahr sein. Na gut. Ich kuschel heute mit dir. Tune. Ey, was war das heute wieder? Junge, original so hat Assi TV geschnarcht, wirklich, original so.